Stimmt, da wollte ich einmal kurz mitfahren. Wunderschöner Sound, muss man sagen. Was fährt die? Fährt die 120? Ja. Okay. Beschleunigung müsste eigentlich auch gut. Sehr schön. So, wir sind auf 120. Oh, da muss ich noch angleichen. Oh, ist da ein Bremserleinchen drin? Eigentlich nicht. So, und bevor der mir da komplett umsonst fährt, weil wir ja noch gar keine Abnehmer haben, stimmt noch alles? Ich hoffe. Na, die da hinten. Na. Bisschen blöd. Baumaterialien Schwetzingen, ja, von mir aus. So, wer nimmt Baumaterialien? Der hier oder der hier? Nehmen wir einen großen. So, Baumaterialien Schwetzingen. Hier unten brauchen wir selbstverständlich auch eine Linie. Da gehen schon zwei weg. Ah, okay. Ja, dann lass mal noch eine weggehen. Und zwar in das Industriegebiet, was sich ja dort total super. Boah. Wie willst du das denn abdecken? Oh, hier erstmal Busspur. Bau nicht möglich. Super. Auch nicht möglich. Immer noch nicht. Immer noch nicht.
Abbau ist nicht möglich. Aha. Sieht ja fabelhaft aus. Oh, also wir starten hier und gehen dann nach hier am besten. So, da ist ja im Grunde schon ziemlich viel abgedeckt, aber wir müssen noch einmal nach da hinten fahren. Das wäre dann Baumaterialien, Oh, warum habe ich so Probleme, Baumaterialien zu schreiben? Baumaterialien. Schauenstein, genau. Schauenst. So. Ein Depot haben wir ja da. Oh, dann nehmen wir jetzt einfach mal, da werden am Anfang nicht so viele kommen, ich nehme jetzt einfach mal 6 Stück. Ja, ist okay, danke schön. So, Baumaterialien, Schauenstein. Machen wir mal ein Play. Oh, hat sich hier irgendwas getan? Was soll das denn? Okay, das ist die Buslinie. Fährt auch ein bisschen blöd. Es ist so behindert, dass es die Straße einmal in großen, einmal in kleinen gibt. Nun ja. Das ist die einzige, genau, und dann hier. Ab da müssen sie sich dann teilen. Ja gut, es muss gehen. Da warten nur ein paar mehr. Wie kommen die eigentlich her? Die laufen dann wirklich hier zu der Bushaltestelle? Okay. Okay, Könnten wir vielleicht dann auch mal optimieren, zu dem ja der Bahnhof jetzt, wie er jetzt ist, natürlich nicht so bleiben wird. Ist natürlich klar. Juhu, wir produzieren, sehr schön. Sind hier schon welche angekommen? Nein. Er hat aber auch noch nichts dabei. Okay, hier warten erstmal 6. So, jetzt produzieren wir ein bisschen. Potenzial 50. Wir haben hier ein Potenzial von
Okay, hier scheint es ja wieder. Ja, gut. Wollte gerade schon sagen, hier scheint es ja wieder einigermaßen zu laufen. Gut, da haben wir natürlich ein paar Kosten, das ist klar. Aber wie viel kann denn der Zug aufnehmen? 100? Ja, reicht noch. Sind da gerade welche verschwunden? Ui, jemine. Gut, wir haben halt hier die Linie, die einmal diese Kreuzung überqueren muss. Was haben wir für Potenzial? 800? Wir beliefern doch nur die Stadt und die Stadt. Okay, komisch. Komisch, komisch, komisch. Wo fährst denn du hin? Du fährst hier nach hinten. Ah ja, da fährst du ins Industriegebiet. Komisch. Einen. Okay, was lieferst du hier ab? Wo geht da die Linie überhaupt lang? Hier. Oh. Hier und dann wahrscheinlich noch mal hier. Okay. Ah ja, das erklärt mir schon einiges. Hier müssen wir natürlich überall Busspur reinmachen. 006. Was machst du jetzt? Dreh um. Was machst du? Da langfahren. Jawohl. So, wie sieht's aus mit den zwei grünen Linien hier? Das wäre ja einmal 2 und 3. Ob wir die mal ein wenig vergrößern, ist die Frage. Wir haben einmal hier und dann der erste wäre hier. Boah, deckt der so viel ab? Ich setze jetzt mal ganz frech hier nochmal. Na, das ist zu dicht. Ganz frech setze ich jetzt mal hier eine Haltestelle rein. So. Dann würde ich sagen. Dann würde ich sagen, erweitern wir mal. Obwohl. Ich würde eher sagen, erweitern wir mal hier die dunkelgrüne Linie.
Oh ja, hier müssen wir auf jeden Fall mal so machen. Gut, aber so viel können wir bei der auch nicht machen. Okay, die nimmt die ersten erst so weit hinten auf. Wir könnten natürlich sagen, dass wir die, den ersten halt noch hier draußen machen. So, weil dann nehmen wir nämlich das Einzugsgebiet hier noch mit. Gehen dann hier hin. Und dann hier hin. Da haben wir ja eigentlich schon sehr, sehr viel. Wir haben einmal das und einmal das hier. Wir könnten sagen, wir machen hier eine rein, dann setzen wir das dahin und machen dann hier draußen noch mal eine. So, das heißt, kurz Pause. Das heißt, das wäre die 1. Dann würde das kommen und dann das. Dann fliegt die 4 raus. Number. Machen wir so. Nummer hier 10. Ach komm, wir machen hier nochmal eine rein. Nach der 10 hältst du hier. Oh, dann kommt das und dann kommt hier oben nochmal. Okay. So, diese Linie bitte nochmal. Wir haben halt hier einen ziemlich zentralen halt. Aber wir könnten zum Beispiel noch sagen, dass wir hier ganz am Ende einen reinsetzen. Und dann den hier auch ein bisschen verschieben, weil wir nehmen jetzt ja hier einiges mit. Dann könnten wir den zum Beispiel nach hier verschieben. Könnten die 3 rausmachen. Und so fahren. Das ist gerade ein bisschen Linienoptimierung, nenne ich immer. Oder ich finde halt, dass es zumindest auch ein bisschen was bringt dann. Oh. Und zwischen da und da, die Mitte ist im Grunde etwa hier. So, das heißt, die 4 fliegt raus. Nach der 3 ist das dran und das da. So. Schauen wir mal in den nächsten Ort. Da hat sich hier, glaube ich, auch einiges getan. Ach, das ist der Ort. Ich glaube, den lassen wir mal aus.